Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja gesagt, ich mache ungefähr alle 2 Wochen ein neues Video, von daher, heute ist glaube ich der 15. Tag sogar schon wieder. Aber das Video kommt heute, hoffentlich noch, ich schneide es jetzt. Erstens kurz, ich versuche jetzt wie gesagt alle 2 Wochen Videos zu machen. Mal gucken, mal kürzer, mal länger. In dem heutigen Video geht es darum, ich habe, als ich wieder hergezogen bin, an dem Tag meiner, ich glaube, mündlichen Englischprüfung, Lea mal besucht und habe an dem Tag lustigerweise auch mein Portemonnaie verloren. Und heute ist der Portemonnaie-Verloren-Vlog dran. Kurz gefasst. Ich werde diesen Vlog jetzt gleich schneiden, ich habe den nie geschnitten, ich habe nur etliche Aufnahmen von dem. Und ja, werde den jetzt einfach mal benutzen heute, weil ich es nicht geschafft habe, irgendwas zu produzieren. Ja, ich würde sagen, nächste Woche kommt dann mal so eine Art, ich filme einfach 2 Wochen lang alles Mögliche und dann schneide ich das zusammen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Und ich würde sagen, geht's los mit dem Portemonnaie verloren Vlog-Video. Viel Spaß! Ja, Leute. Es ist gerade der 30. Mai um 0.23 Uhr. Ich habe in ungefähr 7,5 Stunden meine mündliche englische Abschlussprüfung. Mein Plan ist es, nach 8.40 Uhr nach Bad Segeberg zu fahren und von da aus mit sehr vielen Zügen nach Hildesheim und dort für einen Tag meine Freunde zu besuchen und sie zu überraschen. Und ja, ich dachte mir, ich mache daraus ein Video, es könnte einigermaßen interessant werden. Falls ich verschwitzt aussehe, tut es mir leid, es ist verdammt warm und es ist 12:30 Uhr, ich bin ein wenig müde. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt kurz schlafen und dann sehen wir uns, wenn ich aufgestanden bin. Bis dann. Also eigentlich hatte ich mit mindestens normal gutem Wetter gerechnet, aber naja. Thank you.
You're running away.